Hey Leute, willkommen wieder zu Dragon Quest 9. Hier stehen wir also vor der nächsten Legacy-Boss-Grotte. In dem Fall ist das der gute Nimso. Nachdem man Psaro mindestens auf Stufe 16 hochtrainiert hat, hat man dann eine 10% Chance und für alle 10 Level gibt es wieder 10% mehr drauf quasi und somit kommt man dann auch an diese Karte hier und es ist die letzte normal erhältliche Karte im Spiel. Das heißt, danach ist alles DLC. Das heißt, ja, wir werden uns heute kümmern um diesen Boss hier, um den allerletzten normalen Legacy-Boss, den man so im Spiel erhalten kann. Denn alles danach, wie gesagt, ist DLC. Das bedeutet, man braucht heutzutage leider dafür einen speziellen Code, den man eingeben muss oder Savegame-Editing oder was weiß ich. Da gibt es anscheinend sogar mehrere Möglichkeiten, wie auch immer. Habe mich jetzt mittlerweile auch mal ein bisschen nochmal reingelesen und natürlich wurde auch der Code schon mal gepostet in den Kommentaren, was natürlich sehr schön ist. Sowas finde ich sehr löblich, da brauche ich da gar nicht mehr großartig nachzugucken. Hervorragend. Vielen Dank dafür. Wie auch immer. Jedenfalls ist das der nächste Boss jetzt hier auf unserer Liste. Wir wollen heute noch ein paar Missionen machen, wie das eben so üblich ist mittlerweile. Genau. Na dann fordern wir den guten Nimso doch mal raus, oder? Ich habe schlechte Nachrichten für euch. Nun, ich werde zeigen all meine Macht in ganzer Pracht. Ja, jammert und schreit ruhig. Euer Leid ist wie Bauernopfer für mich, den allmächtigen Nimso. Blut wird fließen, Heldenblut. Ihr seid schachmatt. Wir werden sehen. Nimso nähert sich. Und wir werden ordentlich draufhauen. Stopp, Moment, Helmspalter und... Ja, eine Lebenskraft von mir aus. Es ist ein Dämon. Das ist durchaus... so eine übliche Wahl zumindest. Ist meistens nicht verkehrt. Wie auch immer. Jedenfalls fängt das ganz gut an. Natürlich ist er jetzt wieder auf Stufe 1 gerade. Ist immer ein bisschen unspektakulärer, ich weiß schon. Aber immer wieder cool, dann die Musik hier zu hören und das Boss-Design nochmal zu sehen. Ach Gott, eine Mega-Schwächung. Nicht betroffen, nicht betroffen, okay. Nur ein einziger Charakter war betroffen. Oh. Einmal abgeprallt sogar, sehr schön. Ja, ich muss mal schauen, ich glaube, ich hole mir doch noch ein paar Kartoptrik-Rüstungen. Sollte ich demnächst mal in Angriff nehmen. Ich finde die nämlich echt... Oh, ich Idiot. Ja, das ist so, weil ich meistens Standardmuster dann nimm, ne? Das war jetzt natürlich unnötig, das ist schon klar, aber ist eigentlich auch egal. Das ist bei dem Kampf nicht wirklich ausschlaggebend, weil wenn mit so einem Team hier gegen einen Level 1-Boss verlieren würde, das wäre schon echt ein bisschen bitter. Das macht jetzt nicht wirklich was aus. Und nochmal ein Zisch, okay. Also ein Typ, der ziemlich gerne viel zaubert, ich sehe schon. So, jetzt aber, Leute. Zeit für das lustige Liedchen. Bitteschön. Angriffskraft nimmt zu für die ganze Gruppe. Jetzt kann es mal richtig losgehen hier. So, 666 Punkte Schaden. Huh. Gegen einen Dämonen, ha? Gleiches mit Gleichem bekämpfen. Zack. Und nochmal. Schade, keine Schwächung, aber macht nichts. Ach Gott. Anscheinend mag Akal nicht besonders. Meine Güte. Na sowas aber auch. Kann man Karl nicht mögen, hallo? Jetzt geht's aber los. So, nochmal ein lustiges Liedchen getrellert und ab geht die Post. Sehen wir doch mal, wann er fallen wird. Lange kann es eigentlich nicht mehr dauern, würde ich mal sagen. So viel Schaden, wie der abbekommt. 1100 Punkte Schaden, jawohl. Schlägt ein wie eine Bombe, aber abgewehrt. Haha. Oh, war das... Ja, das war ein Crit, aber sie hat es auch abgewehrt. Oh, wie bitter. Richtig gut, richtig gut. Na, das Team hat halt was drauf. So, erstmal die Multiheilung. Es sieht irgendwie mit Kampfstäben immer so cool aus, weil die haben so eine abgeänderte Animation, ne? Weil meistens halten die das in so eine bestimmte Richtung quasi nach vorne immer alle Waffen. Also den Kampfstab, den halten die immer so cool hinter den Rücken. Und manche Animationen sind dann abgeändert. Ich mag das, das sieht ganz nett aus. Außerdem, sie greift ja eigentlich eh nie aktiv ein. Also von daher ist es eh so relativ. Und Kälte-Kombo ist gar nicht mal so schlecht, by the way. Also ist ein netter Eisangriff. Multi-Hit-Eisattacke hat auch durchaus was drauf. Wenn jemand mal eisanfällig ist, was jetzt nicht so selten ist. Durchaus eine Überlegung wert sogar.
Okay, Leute, damit haben wir auch diesen Boss jetzt in die Schranken gewiesen hier. Sehr schön. Wunderbar. Nimm so ist erledigt. Zumindest einmal. Naja, okay, ich muss ihn nicht häufiger herausfordern, nur wenn mir noch die Drops wichtig sind. Das wäre so das Einzige. Das stimmt natürlich. Naja, und bei Duel Makers ist es quasi dasselbe. Diese Gegner können jetzt keine Boss-Maps mehr droppen, das war's dann. Und ab jetzt quasi ist dann wirklich so ein Code dran, um das Ganze freizuschalten. Leider, anders geht's halt nicht mehr. Ist ein bisschen schade, aber gut, so ist das eben. Kann man auch nichts dagegen machen. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir machen noch ein paar Missionen für heute und dann sieht das doch ganz gut aus. Insofern, wir sehen uns gleich wieder. So, hier auf Ostsinsbruck gibt es eine kleine Insel und wir müssen mal jemanden hier einen Besuch abstatten, so wie es aussieht. Aha. Okay, und hier haben wir eventuell auch noch ein bisschen was, oder? Ein Buch mit dem Titel Erinnerungen an die Liebe von Colin Collier. Ist ein großes Buch mit viel Lesestoff, genau anschauen. Okay. Chris nimmt sich das Buch und fängt an zu lesen. 12. März, Sonic. Ich habe meiner lieben Annabella eine schöne Halskette zum Geburtstag gekauft. Sie hat mich ein Vermögen gekostet, aber das Lächeln auf ihrem Gesicht war es wert. Da habe ich auf einmal begriffen, dass ich mit ihr den Rest meines Lebens verbringen möchte. 14. März, Regen. Etwas Unbegreifliches ist geschehen. Meine geliebte Annabella ist tot. Als Andenken an sie ist mir nur die Kette geblieben, die ich ihr geschenkt habe. Oh, wie soll ich nur ohne sie leben? 21. März, Regen. Klaus ist mitten in der Nacht aufgetaucht. Der Schurke war immer hinter Annabella her. Er stand da mitten im Regen und wollte sein Andenken zurück. Und dann hat er sich meine Halskette geschnappt. Diese Halskette steht für all die schönen Erinnerungen an die Zeit mit Annabella und er wagte sie mir zu stehlen. Danach ist die Schrift unleserlich verschmiert. Oh, okay. Alles klar. Gut, wie auch immer. Verzeih mir, Annabella, ich hätte dich nicht so leicht aufgeben sollen. Oho, Besuch, ihr kommt genau richtig. Hört mich bitte an, ich heiße Colin Collier. Ich hatte einst eine geliebte Annabella. Ich kaufe dir zum Geburtstag eine hübsche, funkelnde Kette, worüber sie sich sehr freute. Wir wären bis ans Ende unserer Tage glücklich miteinander gewesen. Leider kam ihr Ende bereits 2 Tage später. Das einzige Andenken, das ich an sie hatte, war die Kette. Ich hielt sie Tag und Nacht in den Händen und weinte. Aber ach, ich werde es mir nie verzeihen, dass dieser Halunke Klaus von Stibitz sie stehlen konnte. Eure Hilfe käme mir wirklich sehr gelegen. Ihr werdet mir die Kette doch zurückbringen, nicht wahr? Okay, genau das machen wir. Ihr macht es, ich wusste es. Ich habe euch sofort angesehen, dass ihr genau der Richtige für diese Aufgabe seid. Als ich nach meiner langen Jagd auf diesen Schurken Klaus hier gelandet bin, glaubte ich schon, ich sei verflucht. Doch dann kamt ihr. Sieht so aus, als hätte tatsächlich jedes Unglück auch seine guten Seiten. Okay, wie auch immer. Dann machen wir das doch mal. Also ab zum nördlichen Haus mit uns. Nette Insel hier. Nur 2 Häuser. Oh, ist das ein neuer Gegner? Ich muss da noch schauen. Ich muss noch ein bisschen eventuell Monsterliste komplettieren. Mal gucken. Was ist hier? Ein himmlisches Kleid. Was haben wir hier alles? Nichts Interessantes. Und hier? Ein schäbig aussehendes Tagebuch. Ein großes Buch mit viel Lesestoff. Okay. 12. März, Sonic. Heute hat meine geliebte Annabella Geburtstag. Ich habe mich nicht lumpen lassen und die Halskette gekauft, die sie haben wollte. Kann es kaum erwarten, ihr Gesicht zu sehen. Dieser Colin macht mir ein bisschen Sorgen. Er folgt ihr wie ein liebes, toller Hund. 14. März, Annabella ist tot. Ich kann es nicht fassen. Ich denke fast immer noch, sie würde gleich hier sein, so wie immer. 21. März, Annabella wird nie wieder zu mir kommen. Ich begreife das alles immer noch nicht. Ich bin zu ihrem Haus gegangen und habe nach der Halskette gefragt, die ich ihr gekauft hatte. Ich wollte ein Andenken. Aber dieser Colin war mir schon zuvor gekommen und hat sie sich geholt. Ich war noch nie zuvor so zornig, damit kommt er nicht davon. Ich werde mir das Andenken zurückholen und das ist das Letzte, was ich tun werde. Okay. Alles sehr merkwürdig mal wieder. Dann sehen wir doch mal. Es ist mein Haus. Mein Haus. Tut mir leid, Annabella, ich hätte besser darauf Acht geben sollen. Der Gedanke, dass so ein widerwärtiger Abgrundtaucher sie sich wieder geholt hat, eine Schande. Ich muss dorthin, zum äußersten Rand des Ozeans und sie zurückholen. Okay, alles klar. Abgrundtaucher. Okay. Die müssen wir jetzt wohl jagen, so wie es aussieht. Leute, bis gleich. So, hier wären wir wieder. Man muss diesen Abgrundtaucher jagen, beziehungsweise mehrere. Und irgendwann hat man das Glück, dass mal das Amulett droppt. Abgrundtaucher findet man nur, wenn man mit dem Schiff an den Ecken der Weltkarte ein bisschen rumfährt. Das habe ich jetzt jedenfalls geschafft und gebe das Ganze mal ab. Habt ihr sie gefunden, mein unschätzbares Andenken an die wunderschöne Annabella? Jo, haben wir dabei.
Ich hab sie gefunden, Annabellas Halskette. Ich kann es noch nicht begreifen, dass ich sie endlich wieder in Händen halte. Ich kann euch gar nicht genug danken, auch in Annabellas Namen. Sie ist überglücklich, wieder bei ihren Geliebten zu sein. Nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ein Ausdauersamen, sehr gut. Kummer mit der Kette. Wäre damit auch geschafft. Okay, und anscheinend können wir jetzt sogar noch eine weitere Quest im Norden annehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob es dafür Tag sein muss, weil der ja anscheinend nachts schläft. Sonst muss ich nochmal kurz hier warten. Ah nee, der ist jetzt wach, okay. Hey, wer seid ihr? Ihr seid wohl ganz schön neugierig, wenn ihr euch hier rauswagt. Ich bin Klaus von Stibitz und das hier ist mein Zuhause. Habt ihr gehört? Mein Zuhause! Also, wieso verschwindet ihr nicht? Was soll das ein Witz sein? Ach, ich verstehe, er kommt in Collins Auftrag, richtig? Hab ich doch gewusst. Neulich ist ein Brief von ihm gekommen. Mann, der Kerl bildet sich vielleicht was ein. Annabellas Kette gehört mir, du Schuft. Ging das die ganze Zeit? Der hat vielleicht Nerven. Er versteht sowieso alles, wie er es will. Er glaubt sogar, Annabella sei seine Freundin gewesen. Dabei war sie mit mir zusammen. Ihr glaubt mir doch, oder? Ihr müsst mir helfen. Ich ertrag's einfach nicht, dass er die Kette hat. Könnt ihr sie zurückholen? Das hätte ja auch nichts mit Stehlen zu tun. Immerhin hat die Kette mir zuerst gehört. Colin ist der eigentliche Dieb. Ihr helft mir doch, oder? Die Kette ist alles, was mir von Annabella geblieben ist. Ich will sie nur zurückhaben, mehr nicht. Okay, Kettenreaktion, na gut. Ausgezeichnet, dann macht euch schnell auf den Weg zu seinem Versteck. Ihr wisst doch, wo das ist, nicht wahr? Na, selbst wenn ihr es nicht wisst, kann ich euch nicht helfen. Ich weiß nicht, wo er lebt und ich will es auch gar nicht wissen. Okay, es ist eine Insel. Es gibt zwei Häuser. WTF. Na gut, okay, von mir aus. Ich glaube, jetzt müssen wir nochmal nach unten gehen. Und nochmal mit ihm reden. Es ist ein bisschen merkwürdig mal wieder. Aber wie sollte es auch anders sein? Meine Güte. Echt unglaublich, das Ganze. Jetzt schläft er. Annabellas Kette. Ich träumte gerade vor mich hin. Wenn ich nur daran denke, Maul dieser widerwärtigen Fledersau. Allein der Gedanke ist unerträglich. Wenn jemand davon erfährt, ich habe dich überhaupt nicht verdient, Annabella. Alright, Leute, das bedeutet, wir müssen Richtung Blümlingen, denn die Dinger gibt's ja vor allem dort. Das werde ich jetzt mal kurz machen und wir sehen uns gleich wieder. So, da wären wir wieder zurück, Leute. Dann geben wir doch mal das Ganze ab, nachdem ich es jetzt erhalten habe, endlich. Und hat der Colin diese Kette wegnehmen können? Hier, bitteschön. Großartig, ja, das ist sie. Das ist Annabellas Halskette. Aber seht nur, wie beschädigt sie ist. Ich muss sie an einen sicheren Ort verstecken, damit sowas nie wieder passiert. Ja, du warst gut bei mir. Ich würde so gern Collins Gesicht sehen, wenn ihm auffällt, dass die Kette nicht mehr da ist. Ach ja, versprochen ist versprochen. Hier, das ist für euch. Ein Flinkheitssamen, okay. So, Kettenreaktion hätten wir auch abgeschlossen. Alles klar. Dann können wir das hier jetzt auch verlassen. Und damit kann es weitergehen. Wir gehen jetzt nämlich erstmal ein bisschen weiter nach Süden hier auf diesen Hügel. Genau hier. Oha, das sieht ja auch interessant aus. Hier war ich noch gar nicht bisher. Dann gehen wir doch erstmal in den nördlichen Brunnen. Ostwurmwald ist das hier. Na gut. Dann sehen wir uns das doch mal kurz an. Moment. Aha, eine Fiole Krötenöl. Oh, schön, euch hier zu treffen. Was bringt euch an einen Ort wie diesen? Ist wohl Schicksal, was? Ich bin Chantal. Ich war früher Tänzerin in Wasaba, hab's aber aufgegeben. Ist gar nicht so schön, ein Star zu sein. Jetzt konzentriere ich mich voll und ganz aufs Laufen. Ich wünschte, ich wäre so schnell wie ein Metallschleim. Ich bin hier oben, um zu trainieren, aber ich dummerchen hab nur Schuhe mit Absätzen dabei. Könnt ihr mir vielleicht bessere Schuhe bringen? Schuhe, mit denen ich so schnell werde wie ein Metallschleim? Ihr bekommt auch etwas dafür, etwas ganz Großartiges. Das verspreche ich euch. Oh Gott. So, Leute. Das ist richtig lustig. Ihr wollt es tun? Oh, das ist wunderbar. Gut, ich mach so lange ein paar Dehnübungen. Ja, bis gleich. Ja, Leute, ich weiß auch nicht, wieder eine normale Quest. Man braucht anscheinend irgendwie eine Art Metallschuhe oder so, ich weiß nicht, was der genaue Begriff jetzt im Deutschen ist, aber die Chance, die zu finden, ist 1% in Rang A-Kisten in hochstufigen Grotten. Ja, ich meine, gut, das sind keine Rang S-Kisten, Rang A ist noch eine einigermaßen respektable Chance gegeben, dass man zumindest diese Kisten an sich findet. Aber selbst wenn man diese Kisten findet, ist die Drop-Chance 1%. Ein verdammtes Prozent, wirklich. Ich bin gespannt, ob ich das irgendwann im Spiel noch schaffe. Die müssen wir uns aufheben. Ich hoffe, ich habe das Glück. Ich meine, ja, ne, ich habe schon ein paar hundert Grotten besucht bisher. Von daher, mir ist bisher noch nicht sowas begegnet.
Ich bin froh, dass ich dieses Metallschleimschwert habe. Das ist, glaube ich, bisher das absolute Highlight an Grotten-Drops gewesen. Wahrscheinlich wären es im Nachhinein besser, als wären diese verdammten Schuhe. Aber okay, wir werden sehen. Das ist nämlich dann so ein Punkt, ne, wenn dir so 1% Drops begegnen für Missionen, wo du so ein bisschen die Hoffnung verlierst. Das ist nämlich einfach nicht mehr lustig ab einem gewissen Zeitpunkt. Da wird's dann dramatisch. Da wird's dann wirklich richtig dramatisch. Okay, hier ist ein Lebensarm, auch nicht schlecht. Das geht so nicht, ich bin König, versteht ihr? König, und was ist ein König ohne Schlossen? Was? Myrrhia? Okay, wie auch immer. Das ist ein bestimmtes Fremdwort, was damit zusammenhängt. Muss ich mal nachschauen, egal. Oh, hallo. Hier oben kommen nicht viele Besucher vorbei. Willkommen in unserem bescheidenen Heim. Ach so. Ah, okay, hat gestritten mit dir. Ich heiße Myrrhia und bin die treue Dienerin von König Tasso dem Taktlosen, den ihr da drüben seht. König Tasso und ich lebten einst in einem großen und eleganten Schloss. Doch leider ist das schon lange her und wir müssen stattdessen hier leben. Es ist wirklich grauenhaft. Ihr wollt ihn mit einem Räucherwerk ein wenig aufheitern und beruhigen, aber leider habe ich nichts mehr zum Verbrennen. Ich wollte ihm aufheitern, ja. Er hatte so freundlich, mir das nötige Material zu bringen, damit ich ihm ein schönes Räucherwerk bereiten kann. Okay. Ihr sagt ja, oh, das ist sehr aufmerksam von euch. Hab vielen, vielen Dank. Ich würde gerne ein paar Dinge zusammenmischen und ihm ein wahrlich würdiges Räucherwerk zubereiten. Zuallererst brauche ich etwas, das ihn beruhigt. Es regt ihm immer so leicht auf, wisst ihr? Er regt sich so leicht auf. Der Exekutor ist eigentlich mehr für mich als für ihn. Ich mag gern süßliche Düfte, also wäre sowas schön. Und zu guter Letzt brauchen wir noch etwas Würziges, aber irgendwie Gefahrvolles, um eine mysteriöse Atmosphäre zu schaffen. Okay, es ist gut möglich, dass ich das habe. Ich meine, Alchemie-Zutaten mangelt es mir absolut nicht. Da war ich immer fleißig am Sammeln. Sehen wir doch mal. Hallo, habt ihr mir die Zutaten für das Räucherwerk mitgebracht? Ich denke mal schon, oder? Wirklich? Wie aufmerksam von euch. Welche Zutaten habt ihr mitgebracht? Oh, okay. Das muss ich jetzt rauskramen, was? Okay, ich mach das mal. Ich schau mal kurz nochmal nach, ob ich das wirklich alles hab. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, okay. Damit hätte ich es jetzt doch irgendwie geschafft. Man braucht einmal Nektar, einmal Seelensalbei und eine Weiherzünde. Und dann hat man es auch schon. Das ist jetzt nicht so super selten und doch besser zu schaffen, als ich jetzt dachte. Das sollte dem König Entspannung bringen. Hab vielen, vielen Dank. Hier, nehmt das zum Dank für eure Hilfe. Einen verzauberten Stein. Dieser Geruch erinnert mich an irgendwas. Manchmal fehlt mir das Leben im Schloss richtig. Oh, König Tasso. Papa, warum musstest du auch all unser Gold beim Schleimrennen verwetten? Gerüche, Küche. Sehr gut. Das hätten wir jetzt auch geschafft, Leute. Dann sehen wir doch nochmal. Ich glaube, eine Quest mache ich heute noch. Und das eine mit diesem Drop, das könnte dauern. Mal schauen. Das ist wahrscheinlich, wenn es blöd läuft, wirklich eine letzten Quest, die ich überhaupt abschließen kann im Spiel. Muss ich vielleicht sogar DLC-Quests noch vorne anstellen? Weiß ich noch nicht genau. Ich meine, die Chance ist ziemlich utopisch. Sind wir ganz ehrlich. Das kann man nicht wirklich schön reden. Egal. Bis gleich, Leute. So, hier wären wir mal wieder an der Schweinspickelschule und können natürlich auch wieder weitere 100er-Quests mittlerweile annehmen. Ah, da bist du endlich. Wo hast du denn gesteckt? Solltest dein alten Meister wirklich öfter besuchen kommen? Du scheinst fast alles Wissenswerte über Zauberstäbe gelernt zu haben. Es wird Zeit, dir mein größtes Geheimnis zu verraten. Meinst du, dass du es schaffen wirst, das auch noch in dein kleines Hündchen zu stopfen? Ja. Pass gut auf, ich zeig's dir nur einmal. Hier kommt der Tanz vom Stecken des Erweckens. Und tscha 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 und 1, 2, 3, Hacke spitz, weiter geht's. Autsch! Au, mein Rücken, den Arzt wieder erwischt. Steh doch nicht da und halt Maul, Affenpfeil. Schnell geht's zu A-Fächer und sag dir, ich brauche etwas von ihrer Rückenmedizin, geh schon. Okay. Aber natürlich, machst du das. Es ist ja ganz natürlich, dass du dich für deine Hilfe revanchieren willst. Fächer ist irgendwo in der Schule, mach schon Einfallspinsel, die Schmerzen, bring mich um. Okay, alles klar. Gut. Jetzt müssen wir anscheinend in das nächste Geschoss nach oben. Das werden wir selbstverständlich auch in Angriff nehmen. Mein Gott, warum spielt hier nachts immer keine Musik? Ich finde das irgendwie merkwürdig. So, E2 sind wir hier. Die muss hier irgendwo sein. Bist du das vielleicht?
Oh nein, was mache ich denn jetzt bloß? Hey du, dein Hammertalent ist noch 30 oder höher, nicht? Komm mal her, bitte. Okay. Fräulein Fäustel ist gerade rausgegangen und hat mir gesagt, ich soll auf einen ihrer besten Hämmer aufpassen. Und dann ist er mir runtergefallen und der Griff ist gebrochen und so. Hab schon versucht, den wieder dran zu stecken, aber das geht einfach nicht. Oh, jetzt habe ich echt ein Problem. Oh, warte mal, ich weiß, in der Bibliothek gibt's doch bestimmt ein Buch, in dem steht, wie man Hämmer repariert. Tust du mir einen Gefallen, kannst du in die Bibliothek gehen und nachlesen, wie man einen Hammer repariert? Ja, bitte. Okay, ich nehme das auch mal an, das müssen wir auch irgendwann noch machen. Du machst das sehr gut, das ist wirklich lieb von dir, dass du dir die Mühen machst. Oh, ich heiße übrigens Elke, danke, dass du mir hilfst. Okay. Gut, nehmen wir nebenbei mal an, warum nicht? Kann nicht schaden. Das war zwar jetzt irgendwie eigentlich falsch, aber gut, muss erledigt werden. Was ist hier? Ich bin Adalbert, der Lieblingsschüler der des Peitschenexperten Knut Zwibner. Unter dem Peitschenexperten zählt er zu den fortschrittlichsten Lehrern und niemand liebt die Peitschen so wie er. Aber jetzt steht er unter Schock, weil er seine Lieblingspeitsche verloren hat. Er irrt unten im Speisesaal umher. Ich dachte, wir könnten ihn vielleicht aufmuntern, wenn wir eine solche Peitsche neu kaufen. Du hast ein Peitschentalent von mindestens 30, also musst du dich mit Peitschen auch gut auskennen. Könntest du bitte losziehen und eine tolle neue Peitsche kaufen? Gut, okay, wie auch immer. Du bist einverstanden, nur vielen Dank. Da wird er sicher wieder ganz der Alte werden. Die Peitsche, die er verloren hat, wurde von einer Frau namens Rita Riemenschneider hergestellt. Wenn wir ihm die gleiche Peitsche von Rita Riemenschneider bringen, wird er mir, also uns, bestimmt sehr dankbar sein. Oh Mann, ey. Es ist schon irgendwie ganz schön obskur manchmal. Was ist hier? Ah! Oh, Papa hat wieder Rückenschmerzen. Der alte Bock sollte in seinem Alter nicht mehr so viel rumspringen. Und er braucht Nachschub an Medizin? Nun, das ist ein Problem. Ich habe die letzte gerade dem Kollegen Schwibner gegeben. Könntest du dir vielleicht losziehen und die Zutaten selbst besorgen, Schätzchen? Du brauchst nur etwas geschmolzenes Magma und etwas Krötenöl zusammenzumischen. Ich glaube, Monster an schrecklich heißen Orten lassen manchmal geschmolzenes Magma zurück. Viel Glück. Ist das ein besonderer Job oder habe ich den schon? Oh. Anscheinend brauche ich den noch. Okay. Alles klar. Oh, da haben wir jetzt aber eine ganze Menge, die wir tatsächlich noch annehmen können. Das war jetzt etwas unerwartet. Dann doch. Aber gut, natürlich. Klar, ich meine, ich glaube, bisher haben wir nur Speer und Schwert, glaube ich, auf 100 abgegeben, oder? Haben wir sonst noch irgendwas auf 100 abgegeben? Ich bin mir gar nicht sicher, aber es ist jedenfalls noch eine Menge, die an sich ausstehen würde. Das stimmt schon. Na gut, dann gehen wir eben nach unten. Von mir aus. Das ist alles ein bisschen merkwürdig wie immer. Das macht mich wahnsinnig, dass ihr keine Musik spielt. Gebt mir Musik. Ich will Musik haben. Jetzt sofort. Wie auch immer. Ach stimmt, ja, Axt 100 haben wir auch schon abgegeben, richtig. Aber wir müssen noch das Messertalent auf 100. Müssen wir haben, das heißt, das könnte ich wahrscheinlich auch noch annehmen. Ne? Das müsste hier sein. Das heißt, dein Messertalent ist jetzt parfait, ne? Du hast gearbeitet. Oh Gott, nein, das macht mich fertig. Okay, 10 Kämpfe mit Thanatos Terror, alles klar. Aber ich glaube, das macht mich zu wahnsinnig. Fantastik, meine Güte. Wie auch immer. Ja gut, dann haben wir jetzt einige Missionen angenommen. Eigentlich könnte ich dann auch beim nächsten Mal einsteigen damit, dass wir quasi alle gleich mal abgeben. Dann kann ich mich da wunderbar darauf vorbereiten natürlich. Das ist ein ganz netter Einstieg. Und dann gleich zum ersten Legacy-Boss eventuell, den man per DLC nur bekommt. Wäre eigentlich ein Argument, ne? Das könnte man durchaus so machen. Hatte ich nicht Bogentalent auch schon auf 100? Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, Faustkampf habe ich nicht auf 100 gebracht. Das ist blöd. Aber ich glaube, Bogen habe ich auch auf 100. Das war doch der hier, oder? Was, du hast dein Bogentalent bis zum Höhepunkt gesteigert? Wunderschön, jetzt wo du mir fast ebenbürtig bist, kann ich dich die ultimative Bogenkunst lernen. Aber zuvor musst du mir ein paar Gefallen erweisen. Zunächst einmal musst du 10 Trollbosse mit der Fähigkeit Geschosshagel erlegen. Und dann, aber Moment, schauen wir erst einmal, ob du die erste Aufgabe hübsch erfüllen kannst. Wenn du die erste und dann die zweite Aufgabe erfüllst, lernst du eine hübsche neue Fähigkeit. Schöne Sache, oder? Okay. Alles klar. Wunderschön, ich wusste, dass du zustimmen würdest. Nun dann, löse jetzt hübsch die erste Aufgabe und komm dann wieder zu mir zurück. Ich werde warten. Na gut, auch das haben wir damit angenommen, erfolgreich. Sehr schön. Oder habe ich es auf 100 hier? Ja, ja, das ist das Einzige, was wir irgendwie nicht geschafft haben, glaube ich sogar, oder? Ich weiß das gar nicht. Was habe ich nicht auf 100 gebracht sonst so? Bei Peitsche bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ja, stimmt, Boomerang 100 hatten wir auch schon. Das habe ich aber anscheinend auch schon erledigt. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr so viel. Ja, es hält sich dann doch in Grenzen. Stimmt, Fächer 100 müsste auch noch irgendwo sein.
Naja, ist ja auch egal, Leute. Jedenfalls haben wir einiges zu tun anscheinend beim nächsten Mal und würde dann damit auch einsteigen, dass wir schön viele Quests abgeben. Insofern, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Dragon Quest 9.